Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Slime Rancher. Wir stehen hier auf dem Dach unserer Behausung, auf unserer Ranch, und wir haben einen Namen für unseren Wettergockel, für unseren Wettergogockel. Der Gogockel hört von nun an auf den Namen André. André, der Gockel, der Wunsch eines kleinen Hosenscheißers, dass wir diesen Gockel nach ihm benennen. So soll es geschehen. Und ach du Scheiße, ich habe mir Skizzen gemacht. Wir werden die komplette Farm umbauen. Wir werden hier so ziemlich alles abreißen und anders wieder anordnen. Und das wird teuer. Das wird teuer. Und ihr wisst ja, das geht nicht. Ihr wisst ja, das geht nicht, weil wir einfach keine Kohle kriegen. Wir müssen jetzt erstmal, oh Mann, wir wollen das Labor, wir wollen um, oh nein, Alter, hier, Viktor, was ist bei dir falsch? Ich fürchte, eine meiner Studien lief etwas, nun ja, bitte besorge mir diese Sachen sofort. 1000 ist gut, 8 Minzmangos für, ein Pfütz Slime, 6 Phosphor, 9 Pinke. Das ist ja gar nicht mal so schwierig eventuell hinzukriegen. Die 1000, die wollen wir haben. Ich muss auf meine Skizze gucken, was ich mir hier aufgemalt habe. So, wir wollen auf jeden Fall hier erstmal das vertrocknete Obst kaputt machen. Wir wollen auf jeden Fall hier unser Minz-Mango-Feld. Garten. Und hier würde mich interessieren, eine Slime-Scheuche ist eine ausgeschöpfte Teerpuppe, dazu gemacht, um herlaufende Slimes von. Ach so, ich dachte, dass die Hühner das eventuell auch fressen und dass die dazu da ist, um die Hühner fernzuhalten. Aber egal, wir bauen die hier trotzdem hin, weil irgendwo wollen wir ja auch ruhig mal eine komplette haben. Fruchtbarer Boden, Sprinkleranlage und die Slime-Scheuche. Da hinten ist die Slime-Scheuche, okay, die Minzmango, zack, angepflanzt. So sieht das Bäumchen aus. Hängst du da jetzt irgendwie fest? Pass auf, ich hol dich da raus. Ich befreie dich. So, gern geschehen, du kleiner Verbrecher. So, wir haben Minzmango, wir haben Gogockel. Warum habe ich überhaupt die zwei Gogockel von da hinten mitgebracht? Warum habe ich überhaupt mitgebracht? Die brauchen wir doch gar nicht. Hier, wir feuern die erstmal hier rein. Ach so, wir müssen. Grüße an dieser Stelle gehen raus. Wo habe ich denn den Zettel hingesteckt? Grüße gehen raus auf Wunsch an Justin D. Endminer 2 und den Amat King. Amat King, Amat King. Es ist immer schwierig zu lesen, wenn man es nur liest, wie man es dann ausspricht. Aber Amat King wird, denke ich, schon halbwegs hinkommen. Und auf jeden Fall, Endminer 2 und Amat King haben sich in Folge 11 die Diskussion geliefert bezüglich des Goldcodes. Bezüglich des Goldcodes. Dass, wenn man einen Slime damit füttert, das mehr wert wird, der Code oder wie auch immer. Und die zweite Meinung besagte, das geht gar nicht. Ich habe im Internet geguckt, habe auch gefunden, dass es nicht gehen sollte. Und deswegen, testungsweise, es funktioniert nicht. Damit wäre diese Diskussion zwischen euch beiden zu einem Ende gebracht worden. Den Goldcode kann man nicht an Slimes verfüttern. So einfach ist es. So einfach ist es nun mal. Damit hätten wir wieder ein weiteres Rätsel in den unendlichen Landen der fernen, fernen Weite gelüftet. So, hier, weg mit dir. So, die Minzmangos, die. Ach nee, wartet. Doch, nee, ja. Nee, nein, ja, doch. Och Mann, das. Oh Mann, wir holen uns jetzt erstmal hier 9 pinke Slimes. Wir müssen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, was ich als erstes und was ich als zweites machen soll. So, erstmal 9 von euch, damit wir nicht wieder die Quest versauen. Damit wir diesmal die Quest auch wirklich fertig kriegen. Ups. Oh. So, 9 Stück. Das andere war Pfütze. Phosphor, ja gut, Phosphor, da müssen wir dann bei Nacht wieder reagieren. 9 von 9, 6 Phosphor, eine Pfütze.
Oh, 11. 11 für den Pinken, das ist natürlich gar nicht schlecht. 18 für 5. Oh, ich hoffe, ey, wenn die auf 50 steigen, dann werden wir so gerettet. Oh, guck mal, 370 beim Goldenen. Wenn die auf 50 steigen, dann werden wir so gerettet. Wahrscheinlich sinken sie morgen dann wieder bei meinem Pechglück. Wir holen uns mal schnell. Ich gehe mal davon aus, hier ist... Ach, wir müssen ja auch Futter verteilen, damit sie nicht alle verhungern. Och, Mann, ey. Das sollte ich echt offscreen machen. So, hier. Das verkaufen wir jetzt einfach direkt, weil das ist ja... Mit euch, das ist sowieso nichts wert. So, hier. Na gut, ihr habt noch 43, also so zwanghaft muss ich euch jetzt nicht füttern. Alter, es könnte so 20 wert sein. Und vor allem die könnten auch so 20 wert sein. Oh, wir kriegen niemals unser Labor. Vor allem nicht, wenn wir hier noch so viel umbauen wollen. Hier schon voll gestapelt. Wir müssen noch einmal ins Moosbett zurück. Wir müssen noch einmal in das Moosbett zurück, weil wir wollen den anderen Schleim noch haben, den es da gibt, wo es von Silago gibt. Und mir ist dann wieder klar geworden, wir müssen den Schleim ja gar nicht finden. Ne, diesen unsichtbaren. Wir haben ja die unsichtbaren Lagos gefunden und wir brauchen aber gar nicht den kleinen Schleim davon, weil wir können ja die Lagos füttern. Wir können ja die Lagos füttern und dann kacken die ja. Wir brauchen ja nur den Code. Alter Schwede, wie lange waren wir denn nicht hier? Na gut, über 24 Stunden sind wir weg gewesen. Ich erinnere mich. Oh, seht da vergeht die Zeit hier für Karotten. Ah, Vernichtung. So. Ja. Aber seht ihr, hier war schon wieder alle, weil die Alter, ihr seid richtige Fresser. Ich will nicht, dass ihr unglücklich seid. Ihr macht mir alles kaputt. So, hier, gebt mir die Zwirbel. So. So, dann haben wir hier auch 50. Das ist dann hier auch erstmal gut. Das sollte erstmal dicke reichen. Wartet, Pfützen? Pfützen gab es ja auch im Wald. Im Moosbett. Da müssen wir ja gar nicht ins... Wisst ihr, was ich meine? Müssen wir ja gar nicht in den Indigo-Steinbruch. So, zu dir wollen wir nicht. Obwohl ich gerne schon das Plus 1 kriegen würde. Das war zumindest die eine Mission dabei, der abschließen. Boah, aber hier nicht noch höher stapeln, ihr kleinen Scheißer. Nicht noch höher stapeln. Eine Pfütze, 6 Phosphoriten. Ja. Manu? Zwölf Stück? Wart ihr ein bisschen was wert? Ja. Das ist ja schon mal besser als nichts. Die Gestüpphühner, da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht aus Versehen wegkicken. Die brauchen wir noch. Wobei, die könnte ich auch im Prinzip gleich hier lassen. So, dann haben wir das Ding hier komplett fertig. Gestrüpphuhn. So, und ihr wolltet jetzt wahrscheinlich auch noch Gockel haben. Jetzt, deswegen haben wir die zwei Gockel mitgebracht. Hier sind zwei. Dann nehmen wir da, wo wir die gerade hingebracht haben, welche weg. Und es vergeht wieder die Zeit. Es vergeht wieder die Zeit fürs Nix-Tun. So, hier. Gockel. Haben wir die Gestrüpphühner auch schon mal aus dem Inventar verbannt?
Die Huhhühner, die wollen wir ja auf Dauer dann komplett loswerden. So. So, ihr habt Frühlingsgras, ihr habt Käfer, ihr habt Vitaminizer, was weiß ich, ey, freut euch einen Keks. So, da wachsen die und da sind schon gewachsen. Na gut. Da war der Teleporter, ne? Genau. Es wird dunkel. So, einmal Pfütze, sechsmal Phosphor. Hallo? Achso, wieso ist dann vertrocknete Quaderbeere? Verdammte Kacke. Wir brauchen diesen anderen Slime, weil ich weiß schon genau, womit ich den kreuzen will, wo der hinkommt. Weil das finde ich sehr passend. Dann haben wir zwar einen Schleim doppelt, aber das ist egal. Auf kurz oder lang wird man wahrscheinlich eh einige doppelt haben, also in zwei Gehegen. Irgendwie die Sorte mehrfach. So, das brauchen wir nicht. Nein, Hühner brauchen wir nicht. Kot brauchen wir auch nicht. Da haben wir eine Pfütze. Das war schon mal easy. So, was wollten... Ach so, wir wollten den Kot von der... Spezialcode-Maschine von den Lagos. Außer, wenn wir Glück haben, ich würde lieber einen kleinen finden. Das wäre mir natürlich schon lieber. Aber da wir beim letzten Mal keinen gefunden haben, bin ich nicht positiv gestimmt, dass wir bei diesem Mal, dieses Mal mehr Glück haben. Hier war das Tor. Das bringt uns jetzt auch gerade nichts. Wir brauchen auch nur natürlich einen von den Koten. Ich würde, also es ist einfach so, ich würde lieber schon einen von den Kleinen einmal fangen. Jetzt haben die meine ganze Minzmango gefressen oder was? Phosphor, ja, dich brauche ich auch. Honig brauchen wir nicht mehr, da haben wir 12 Stück, da sind wir absolut zufrieden mit. Wo ist das kleine, unsichtbare Mistvieh? Wo ist das unsichtbare, kleine Mistvieh? Karotten waren bei dir falsch, ne? Du magst Früchte und kein Gemüse, genau. Das hätten wir schon mal geklärt. So, da geht's wieder ab. Macht ruhig, räumt hier auf. Räumt auf. Ja. Jetzt sind wir auf dieser Insel, wo der Teich war. In die ja, das ist gut. Das ist gut. Na. Unsichtbar? Oh, hier ist wieder so ein leckiges Gebiet. Ich weiß gar nicht warum. Was ist denn hier? Ne, das ist ein scheiß Gockel. Oh Mann, was ist denn nur los mit euch? Okay, da ist das gefährliche Gebiet, zu dem wir hin müssen, wo wir hier jetzt nichts finden. Ist das halt unsere einzige Ausweichmöglichkeit. Hier ging es hoch, genau. Lampe haben wir an. Hä, wieso? Ach so, wegen dem Hühnerstall. Ich wollte doch gerade sagen, wir haben doch eben Kot verkauft und hatten 6.000, jetzt auf einmal wieder nur 4.700. Das geht ja gar nicht. Hallo? Ihr aggressives Pack. Wir wollen auch nicht Stunden nachsuchen.
Wenn es die einzelnen nicht gibt, dann ist es halt egal. Dann holen wir uns halt den Lago-Code. Phosphor. Weg. Warte. Da müsst... Da. Ich wollte doch sagen, es war noch mehr. So. Sehr schön. Das war eine Minzmango. Das war eine Minzmango. Okay, Leute, ich glaube, damit haben wir alles, was wir brauchen. Außer den Code. Ja. Oh, hätte ich jetzt keine Ausdauer gehabt, dann wären wir jetzt gerade voll abgesoffen. So. Ich habe doch in der Aufnahme gesehen, wenn man darüber geht, dann wird doch oben rechts der Name angezeigt. Wenn man nur über den Kopf drüber geht, wird der Name angezeigt und da stand Honigjäger. Und Honig, Knall, Knall. Geil. Richtig geil. Nein! Wieso? Oh nein! Okay, wir brauchen... Oh, scheiße, jetzt haben wir die Minzmangos weggeschossen. Weil ich nicht getroffen habe. Das darf nicht wahr sein. Ich muss von denen jetzt irgendwie... Ist mir scheißegal. Die müssen kacken. Die müssen kacken. Oh. Gigacode. Perfekt. Problem gelöst. Problem gelöst. Die haben einfach hier rumgeschissen. Nachts scheinen anscheinend gar nicht so viele Lust zu haben, hier rumzuwandern. Der mag keine Karotten. Der mag definitiv keine Karotten. Hätte ich mal Hühner mitgebracht zum Verfüttern. Hier. Was? Nein! Oh, was? Oh, scheiße, was ist denn mit der Ausdauer los? Oh, mein... Ausdauer. Ausdauer, Mann! Alter, ich habe unseren Tod gesehen. Ich habe unseren Tod gesehen. Scheiße, jetzt ist da hinten so ein Vetter und ich... Oh, scheiße, wieso kann man die denn nicht freundlich füttern? Zwei Schlüssel, 17... Oh, scheiße, jetzt kann man... Okay, da oben auf diesem Inselteil ist also ein großer Jägerslime, ein Gordo. Ich weiß nicht, wie wir den fröhlich füttern. Ja doch, indem wir ihn füttern, logischerweise, aber in dem Gebiet. Ich kann ja die normalen gar nicht bändigen, dass die nett sind anscheinend. Ach du Scheiße, wie soll man denn da hinten klarkommen? Okay, ja. Also erstmal, wir haben erstmal den Code, den wir haben wollten. Der Rest ist zweitrangig. Erstmal weg hier. Ist zwar ein bisschen traurig, dass wir jetzt wirklich nicht den normalen bekommen haben. Den Slime an sich, dass wir nur den Code haben. Aber es hilft nun mal nichts. Alter, hier ist so viel Knallbüchsencode. Mach schneller. Das Geld lasse ich mir nicht nehmen. New Bugzone Ende im Gelände. Gib. Minzmango brauchen wir nicht. Bauen wir an. Alles gut. Und da wir die Minzmango anbauen, können wir natürlich auch den fetten Honiggordo, den wir hier gesehen haben, den können wir dann auch schon bald zum Platzen bringen. Okay, man kann anscheinend wirklich unendlich atmen oder so. Und die Frage ist... Die Frage ist natürlich, ob es im Wasser eventuell
dann auch Kapseln oder so gibt, weil irgendwas werden die ja im Wasser, denke ich, auch versteckt haben, sonst, ja, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, dass man ins Wasser rein kann. So, die zwei hätte ich gerne noch. Und diesen einen hätte ich gerne noch. Und diesen 20. auch noch. Jetzt sind auf einmal hier die ganzen Minzmangos. Als wir letztes Mal hier waren, hatten wir nicht so ein Minzmango-Glück. Aber ist ja auch egal, weil wie gesagt, eine reicht völlig aus. Jetzt ist es nach Mitternacht. Der Kristall ist zumindest über 50 wert. Das ist schon ganz in Ordnung. Ja, freudig. Wir können direkt die nächste annehmen, ey. So, die 5 Honigköterlis, die können wir jetzt auch verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, okay. Honigcode. Oh Mann, erstmal schlafen, ich weiß nichts mehr, bis zum Morgen. Oh Mann, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich echt fertig. Wir müssen jetzt den Umbau anfangen, weil sonst kann ich hier nichts machen. Habt ihr das da und so? Nee. Wir müssen jetzt den Umbau anfangen, weil sonst kann ich hier leider nichts machen. Ihr könnt erstmal hier rein. Weil das hier, das geht ja mal gar nicht. Das ist wieder natürlich... Ich habe da einen rausgesaugt. Ist nun mal so. Nein, das geht nicht. Das sehe ich nicht ein. 11 ist viel zu... Oh, nein! Oh nein! Fuck me! Oh, scheiße! Habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass die wegplatzen, Tag. Oh nein. Scheiße, jetzt müssen wir nochmal welche fangen. Oh, es ist auch so bekloppt, dass ich das Ding hier auffülle eigentlich. Wir müssen auch, man, erstmal den Honigslime loswerden. Der Umbau, Leute, beginnt jetzt. Das Labor muss halt noch ein bisschen warten. Wenn unsere Köterlis 50 wert sind, dann kommen wir trotzdem, dann haben wir ja die Moneten. Dann kommen wir da ja schnell hin. So, das hier können wir erstmal alles nehmen. Die Jute Minzmango. So, okay. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall einen Hühnerstall. Mit hohen Wänden, mit Frühlingsgras und mit Vitemeiser. Genau, das ist schon mal gut. Das haben wir. Wie geht's bei euch so voran? Ja, steinig, gogocklig. Okay, alles gut. Ihr dürft alle weg. Ihr habt hier nichts mehr verloren. Okay. Steinhuhn. Hier. Sind ein bisschen zu viel eigentlich schon wieder. Okay. Ihr werdet schon als Nahrung für irgendetwas dienen, da bin ich mir sicher. Nein, oh Mann, falsch. Her mit euch. So, dann haben wir hier jetzt unser Steinhuhn-Nest und unser Gestrüpphuhn-Nest. Das Huhn wird früher oder später von dannen gehen müssen. Voll aufgewertet natürlich. Mega geil. Okay, hier haben wir die Minzmango und da kommt jetzt natürlich
der Honigslime hin. Das ist auch ganz gut, dass der hier ganz weit von allen anderen entfernt ist, weil ihr wisst ja, die Risiken bestehen in dessen Kot, dass er die anderen Schleime wild macht und anzieht. Auf jeden Fall kann die Anbaufläche zerstört werden und dafür muss man sogar Geld bezahlen, ey. Dafür muss man sogar Geld bezahlen, das ist unglaublich. So, zack, hohe Wände, Musikbox. Fangnetz bei den Kleinen brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Sonnenschild, nope. Aber das natürlich. Zack. Zack. Fangnetz, Sonnenschild. Brauchen wir bei euch erstmal nicht. Das Fangnetz, ihr kommt ja nicht so hoch. Und von den Kleinen, da können wir auf jeden Fall 12 halten. Weil die sind ja nur klein. Brauche ich doch das Fangnetz. Wo wollen die denn hin? Wo wollen die hin? Die sind hungrig, das macht Sinn. Wollen die da hinten zu der Minzmango? Die stapeln sich doch schon ganz schön hoch. Okay. Haben wir dieses wäldige Gebiet hier, was ich erstmal so weit haben wollte, erstmal fertig. Wir brauchen, glaube ich, doch das Fangnetz. Das ist mir ein bisschen zu heikel. So. Ihr entkommt nicht. Ich hoffe... Ach, wartet. Wir müssen erstmal jetzt Fuße... Zack. Nee. Ich weiß nicht. Du brauchst so lange, um die zum ersten Mal zu füttern, ey. Wieso geht ihr nicht hin und fresst das? Ich glaube, die sind so hungrig... Dass die das noch nicht mal richtig glücklich macht. Guckt euch das an. Ich habe 12 reingeschossen, alles ist weg. Und die sind trotzdem nicht alle komplett glücklich. Ich hoffe, du schießt gleich nach. Oh mein Gott. Wir haben nichts gemacht, diese Folge. Wir haben nichts gemacht. So, 24 Höhen, nicht Köter liest. Wir müssen aber irgendwie was. Wir müssen irgendwie was schaffen. Wir müssen irgendwie irgendwas schaffen. So, 15. Wieso 15? Wieso so eine gerade Zahl? Ungerade Zahl. So, so, euch sollte es erstmal gut gehen. Hier haben wir jetzt voll die Hühnerversorgung. Gestrüpphuhn, Steinhuhn. Da wächst die Minzmango. Da bleib ja weg, du Scheißhuhn. Das ist meine Mango. Meine allein. Kleiner Scheißer. Wir werden auf kurz oder lang auch noch zwanghaft brauchen. Was? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Was brauchen wir zwanghaft jetzt? Oh, wieso? Auch wieder so viel nachgekommen hier auf einen Schlag. Lalalala. Ich glaube, das alles umbauen und nachbauen, das wird doch ganz schön teuer. Das wird doch ganz schön... Ah, scheiße. 1, 2, 3, 4, okay. Es ist keiner daneben gepurzelt. 36, wie... Och, Mann. Ach so, Kristallschleim. Ah, das passt perfekt. Das mache ich gleich zwischen den zwei Folgen. Da werde ich jetzt mal richtig dick Kristallslime verkaufen. Hohoho, wie geil ist denn das? Tora West, da haben wir letztes Mal die Mission leider nicht geschafft, weil wir so lange im Moosbett waren. Das will ich gerne nachholen. Ne. 6, 9, ja gut, das ist... Oh, die 9 Phosphor, das ist halt immer so ein Ding. Aber es ist jetzt auch kein schwieriges Ding. Also das kriegen wir schon gut hin. So, und ich... ja, das wird natürlich alles ganz schön... Das wird jetzt alles ganz schön heftig. Die Folge ist vorbei. Wir machen nochmal ganz kurz hier. Zerstören. Dann machen wir nochmal ganz kurz hier Kohle. Ach, naja, wir holen gleich Kohle. Garten. Fruchtbarer Boden. Sprinkleranlage, Slime-Scheuche. Brauchen wir... Hier ist ja alles sauber. Hier ist ja alles sauber eigentlich. So, dann... Mögest du und so. So, Quaderbeere. Zack. Perfekt. Ihr werdet sehen, das macht... Da ist ein logischer Plan hinter dem, was ich vorhabe. Da ist ein logischer Plan, der alles noch vereinfachen wird. Oh, no. Alter, ich kann gar nicht mehr alles hier reinschmeißen.
Ich kann gar nicht alles hier reinschmeißen. Oh doch, das hat jetzt... Das hat noch perfekt geklappt. Ach. Ach du Scheiße. Oh nein, Alter. Leute, ich werde jetzt erstmal zwischen dieser Folge und der Folge gleich, die ich natürlich im Anschluss direkt aufnehme, werde ich erstmal Code sammeln und Code verkaufen. Es ist jetzt ein bisschen was wert. Wir brauchen jetzt die Kohle. Es hilft nichts. Wir haben nicht ewig Zeit, 100 Jahre darauf zu warten, dass es vielleicht mal auf 60 steigt. Ich werde versuchen, den Wet Slime oder irgendeinen Slime, irgendeinen Code nicht zu verkaufen. Das war dann, wenn der mal was wert wird, nochmal richtig nachschlagen können. Aber ich werde jetzt erstmal da ein bisschen Gehege leer machen. Ein bisschen Code raus, Futter rein und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie ich meine. Dann in der nächsten Folge komplett Umbau. Alles wird anders. Wir müssen Phosphorschleims fangen. Es wird ja demnächst bald wieder dunkel. Und dann brauchen wir aber echt das Labor. Dann brauchen wir wirklich das Labor. Naja, und bis dahin bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, haut euch wieder aufs Ohr, macht's gut und ciao, ciao.